Guten Tag und willkommen zurück bei Red Steel. Warum wir im Pausescreen sind? Ganz einfach. Es geht direkt in die Action rein. Und im letzten Part habe ich leider einen Fehler gemacht, auf Weiter zu drücken, nachdem... Nee, mache ich nicht. Nachdem das Kapitel zu Ende war. Aber gut, dann weiß ich es ja jetzt besser. Dann wird das nicht nochmal gemacht und der Part wird dann in dem Endscreen quasi einfach beendet. So. Kann man sie ja schießen? Nein. Gut. Ich wusste nicht, dass die das vorhatten. Ja, ist ja gut. Bei Call of Duty kann man zum Beispiel Zivilisten töten. Wird man zwar bestraft, indem der Spielstand zurückgesetzt wird. Okay. Aber man kann es tun. Aktuelles Einsatzziel. Finde einen Weg in den Flügel, bla 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 bla. Okay, hier kann ich nichts aktivieren. Zumindest noch nicht. Müssen wir erstmal... Ah, okay. Müssen wir wahrscheinlich erstmal an irgendeine Steuerkonsole dran. Können wir uns anschleichen? Wir können natürlich direkt losballern, aber... Erstmal gern versuchen, mich anzuschleichen. Ah, nee. Schade. Also man kann ein bisschen näher dran. Aber das war's dann auch. Wirklich nah kommt man nicht. Ach komm, ey. Ah, von da oben noch. Shit. Ich gehe drunter. Okay. Ja, ich auch. Ich nehme hier gerade alleine die Yakuza auseinander. Solche Spiele immer einfach so. Ja, du läufst ein bisschen durch, machst die alle weg. Easy. Ja, ich weiß nicht, ob ich Bock auf die Uzi habe. Ich finde das eigentlich ganz cool mit der Pistole. Aber ich glaube, wir wechseln mal. Und nehmen dann die Uzi, wenn es brenzlig wird. Da oben ist noch einer, genau. Zack, den haben wir weggemacht. Dann nervt er uns später nicht. Ah, wir wären jetzt sowieso zu ihm hingekommen, okay. Das wird euch leid tun, mir auf den Sack gegangen zu sein hier. Zack. Ich finde es immer echt witzig, wie die Gegner so halb außer, so halb aus dem Screen raus sind. Man eigentlich keine andere... Oh, Revolver! Wie geil! Ich wusste nicht, dass der jetzt schon kommt. Ich hoffe, wir können mehr mit dem spielen, weil der Revolver ist echt nice. Und ja, ich finde es immer ziemlich witzig, wie die Gegner so halb aus dem Screen raus sind. Aber man nicht wirklich eine andere Möglichkeit hat, als so auf die dann zu schießen. Du müsstest sonst erstmal vernünftig die Kamera ausrichten. Boah, so geil. Der Revolver ist so geil. Und ja, naja. In der Zeit hat man schon viel zu viel Leben verloren. Der Revolver ist einfach so geil. Der macht so viel Damage. Zack. Aber er hat natürlich auch nur 6 Schuss. Und braucht ein bisschen länger, um aufgeladen zu werden. Oh, und nur 30 Ersatzschuss. Holy shit. Ey, was ist das rechts unten für ein Symbol unter dem... Ach so, das ist die Keycard. Das sah für mich erst aus wie so eine, wie so eine Gatling-Gun. Der Schlüssel, der da drauf ist. Da dachte ich so, hä, kann man Feuermodi irgendwie kann man die irgendwie wechseln oder was ist das? Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ja, sein können, dass da einfach Gegner im Pool chillen. Ja gut, wenn man so drüber nachdenkt. Na,
unwahrscheinlich, aber... Ah. Passiert ja nichts, wenn man auf Zivilisten schießt. Oder auf freundliche... Personen. Die wir bemerkt haben. Auch wenn jemand aufgegeben hat. Nach einem Schwertkampf. Dann... Passiert auch nichts, wenn wir auf den drauf schießen. Zerstöre die beiden Sicherheitssysteme, um Angels Bürotor, um Angels Bürotür zu öffnen. Boah, vor allem. Als wäre es so eine Festung einfach nur. Zack. Zack. Beide weg. Hier können wir noch nicht durch, oder? Hä? Okay. Ja, okay. Ah, hier können wir aber rein. Sind Sie von der Polizei? Na? Ja, so ähnlich. Was? Der schaut dann... Nee, alles gut. Der schaut dann dabei zu, wie die... Okay, das ist pervers. Also, das ist irgendwie, naja. Bester Job, würde ich sagen. Okay, hier ist ein Sicherheitssystem anscheinend. Ah, wir müssen drauf schießen. Dann machen wir es aber mit der Uzi. Okay, nice. Nee. Ey, bleib stehen! Feigling. Moment mal. Wie auch noch eine Kamera steht, Alter. Holy shit. Oh Mann, ey. Billig. Oh Mann. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Okay. Ah, einfach nur nice, das Spiel. Einfach nur nice. Ich weiß gar nicht, ob ich den, ob ich das als Kiddie bemerkt habe. Und wenn ich es bemerkt habe, ob ich dann, ob ich den Joke dann geschnallt habe. Keine Ahnung. Waffe fallen lassen. Ich würde gerne hier rein eigentlich. Ich würde gerne da rein. Vielleicht können wir es gleich noch. Ich will keinen Ärger, aber ich... bitte. Nee, ich auch nicht eigentlich, bitte aber... Bitte nicht schießen. Schade. Bitte. Ich massiere nur. Ah, ja, okay, dann... Fangen wir an, würde ich sagen, ne? Hallo, massieren. Oder tot. Ja, okay, gehen wir weiter. Das ist hier, derselbe Raum. Ja, okay. Hä? Okay. Vielleicht müssen wir den Dingern hier folgen. Kann das vielleicht sein? Geht hier drüben hin. Hier sind wir doch... Hä? Was soll ich denn machen? Okay, hier drinnen muss noch irgendwas sein. Hier muss noch irgendwas sein. Hier ist schon wieder so ein komischer... Spiegel. So, hier ist nichts. Ah, hier ist ein neuer Raum. Okay. Nice. Kommen die da mit einer Kamera? Sind Sie von der Polizei? Ja, so ähnlich. Ah, hier ist wieder nichts. Hä? Hier ist auch keine Tür. Wie soll man denn hier reinkommen? Was zum Teufel? Wie ist das hier? Wie ist das denn hier aufgebaut? Naja. Ah, guck mal. Hier ist der Security-Raum. Leichte Schutzweste. Und damit kommen wir weiter. Sehr nice. Perverse Musik dazu, ey. Richtig gut. Moment mal. Das Ding hier leuchtet noch. Ah, die leuchten alle. Okay.
Aber hier die Leitung leuchtet nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Hier oben. Komisch. Was soll's? Ich denke, damit dürften wir ins Büro kommen. Ja, genau so ist es. Und es gibt wieder eine Ladesequenz. Ein Hand um den Zeiger bedeutet, dass du mit dem Objekt, auf das du zielst, interagieren kannst. Ja, okay. Wenn eine Tür mit einem Kartenleser ausgerüstet ist, versuche die passende Schlüsselkarte zu finden, denke ich mal. Finde Angel und bringe sie zum Reden. Die Frisur, ey. Nee. So. Mann, wie scheiße bin ich denn? Ja, komm. Also. Solche Frisuren bei Frauen finde ich sehr unattraktiv, muss ich sagen. Ja. Ja, alles klar. Die haben hier, die machen hier so Sleeping-Livestreams, wo die schlafen und dann sich dabei aufnehmen. Die schlafen nur. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir zur Shotgun wechseln sollen. Aber weiß ich nicht. Oh, wie geil! Komm, nehmen wir mal... Hallo? Ja. Type 12. Mega nice. Mega nice Shotgun. Zweiter Shotgun hier in dem... Spiel. Soll ich da runterspringen? Moment mal. Ja, okay, Leute. Denk, wir springen... Jetzt sowas von sterben. Nein? Okay, nice. Weil an manchen Stellen kann man irgendwo runterspringen und da stirbt man einfach weg. Das ist aber nicht nett. Na. Aufmachen hier. Oh, Alter, die Shotgun. So geil, ey. Boah, das ist viel zu geil. Das ist viel zu geil. Mach dich ab. Die ist so nice, die Shotgun. Ich glaube, die kommt sogar gar nicht so oft vor, leider. Aber wenn sie vorkommt, dann sollte man die auf jeden Fall nehmen. Na, hallo? Gut. Ja, da liegen weiter Shotguns. Weitere Shotguns. Da liegen weiter Shotguns. Liegen weitere Shotguns, aber wir werden natürlich erstmal die hier behalten, weil die einfach fucking Killer ist. Wo ist der? Bin genau hier. Okay. Die dir einfach aus den... Warum hat er sich die nicht angelegt, der Idiot? Naja, okay. Ja, können sie ja probieren. Ey. Unfair. Scheiße. Da habe ich gerade echt fett Munition verschwendet. Aber gut, darf ja auch mal sein. Muss ja nicht immer alles treffen. Ey, was soll das? Wollt nachladen. Ja, mache ich das per... Dann mache ich das lieber per Knopfdruck. Weil man kann auch nachladen, indem man... Also man kann nachladen, indem man den Nunchuck schwingt. Oder indem man Steuerkreuz rechts drückt. Und ja, Steuerkreuz rechts ist da auf jeden Fall die bessere Wahl. Weil mit Nunchuck schwingen hebt man eben auch Waffen auf. Okay, hier kommen noch welche raus, oder nicht? Ah! Lass. Ja, okay.
Alles klar. Weiß nicht, ob wir ihn besiegen können. Ich denke nicht. Ich denke, gegen den werden wir gleich mit einem Schwert fighten. Deswegen versuchen wir einfach erstmal ein bisschen hier vorzurücken. Und seine Kumpels auszuschalten. Die damit weg sind. Was müssen wir bei ihm machen? Hä? Okay, wir können ihn doch killen. Wie viel der getankt hat, ey. Holy shit. Und wie er die Waffe ja auch noch hatte. Gut. Nehmen wir mal. Was? Alles klar. Let's go, Alter. Unser Revolver war fast leer. Deswegen. Hallo? Was war das denn bitte? Müssen Sie hier wirklich alles kaputt machen? Gibt garantiert nicht auf. Hier hat bestimmt noch irgendwo eine Knarre. Zusammen, aber wir wohnen nicht zusammen. Er ist nicht hier. Und alles, was ich weiß, ist das. Ah, okay. Oder so. Okay, den Jungen habe ich gesehen. Alter, der ist so ein richtiger 90s. Farbiger. Ist schon so ein richtiger OG ist er. Halt, du Bastard! Na, so werde ich ungern genannt, muss ich sagen. Wir müssen auf die das Auto achten. Nicht, dass wir das Auto in die Luft jagen. Und die Mission dann als gefailed gilt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ah, ich weiß drauf. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ah, okay. Ja, dann springe einfach runter. So, Schluss jetzt. Meine Bude abfackeln und auf mich schießen, um sie zu kriegen. Na gut. Wenn ich diesem undankbaren Penner so viel bedeute, kann er die Suppe selbst auslöffeln. Der Feigling versteckt sich in einer Autowerkstatt im Süden der Stadt. Sie heißt Extreme Wheels. Mhm. Nehmen Sie ruhig meinen Wagen. Mit der Fernbedienung. Was, wirklich? Sie die Werkstatttore auf. Okay, danke. Ja, alles klar. Das war's mit dem Level. Rang Krieger. Haben wir irgendwie eine Gesamtleistung? Nö. Zeit war gut. Respektpunkte viele gesammelt. Und Genauigkeit 27%. Aber ja gut, da muss man schon dann irgendwie mit Pistole spielen und ganz genau zielen und so weiter und sich Zeit dafür nehmen. Ja, das werden wir nicht machen. Wir wollen das nicht hier irgendwie auf dem bestmöglichen Rang durchspielen, sondern wir wollen hier einfach nur ganz chillig durch. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.